Sabrina Grilic ist dabei. Die endgültige Entscheidung zugunsten der souveränen Soldatin sollte beim zweiten Ausscheidungswochenende am Kitzsteinhorn fallen. Für mich ist das eigentlich auch so eine gute Wochenendbeschäftigung. Gell? Brauche mich nicht selber um irgendwas kümmern und brauche nicht viel nachdenken. Weil alles andere, eine Tourenplanung oder was, erfordert alle wieder ja, von mir selber. Und so brauche ich nur kommen mit der Ausrüstung, die sie von mir verlangt haben, und passt. Jawohl, Sabrina. Hallo, das ist die Sabrina. Wie von dir gehört. Sabrina zeichnet aus, dass sie jegliche Aufgabe mit Respekt und Demut angeht. Sie ist sich ihrer Stärken bewusst, weiß aber auch genau Bescheid über die ungeheuren Kräfte der Natur und die Schwierigkeiten des bevorstehenden Projekts. Genau diese Besonnenheit und ihre Lockerheit haben dafür gesorgt, dass Hermann Mayer und Tom Walek die junge Soldatin aus Tirol ins Team gewählt haben. Ja, und bei den Damen ist es so, dass wir uns für die Sabrina entschieden haben. Das ist erst 100 Jahre her, dass der erobert worden ist sozusagen. Gell? Und das ist eine einmalige Gelegenheit. Gell? Für mich ist es ein Abenteuer. Gell? Und ich kann es jetzt auch noch nicht so richtig glauben, dass ich da dabei sein darf. Und mir taugt das voll. Sabrina war vom ersten Kennenlernen eine der Top-Favoritinnen für mich. Sensationelle mentale Stärke, sensationelle körperliche Kraft, Durchsetzungsvermögen, Teamgeist. Genau eine Partnerin, wie man sie sich wünscht. Der Wettlauf zum Südpol ab März 2011 im ORF. Die Sendung Der Wettlauf zum Südpol – Wer geht mit? Ist eine Zusammenarbeit von ORF und dem österreichischen Bundesheer.